Hallo Menschen, heute kommt der Entweder-Oder-Tag, der mir bestimmt etwas schwerfallen wird, denn ich bin eher so ein Sowohl-als-auch-Mensch. Auf jeden Fall wurde ich freundlicherweise von Prinzessinnen und Raben getaggt, der ich hiermit nochmal danken möchte. Und ich werde versuchen, es so schnell wie sie zu machen, woran ich bestimmt scheitern werde. Aber los geht's. Nummer 1. Schmales Büchlein oder fetter Wälzer. Das ist bei mir definitiv das schmale Büchlein. Ich wiederhole mich jetzt. Aber ich liebe sowohl das Gefühl, ein Buch neu zu beginnen, das zum ersten Mal aufzuschlagen, als auch am Ende es zu schließen, wegzulegen. Und insofern habe ich dieses Gefühl natürlich gerne auch so oft wie möglich. Deswegen ist es bei mir das schmale Büchlein. Ich will wirklich nicht 10.000 Bücher im Jahr lesen, aber diese kleinen Momente, immer so während der Lektüre, neuer beginnen, beenden, das gefällt mir so, so gut. Frage Nummer 2. Gebraucht oder neu? Das ist bei mir zum Großteil auf jeden Fall neu, was einfach auch daran liegt, dass ich nun mal in einer Buchhandlung arbeite, also so direkt an der Quelle sitze. Und wie ich in einem Video mal letztens erwähnte, bekommen wir ja auch Prozente auf Bücher. Das heißt, selbst neue Bücher sind für mich etwas günstiger als für den Normalverbraucher. Und gebraucht kaufe ich eigentlich inzwischen nur noch, wenn es das wirklich nicht mehr gibt. Also früher so Studentendasein, da habe ich dann auch öfter mal ein paar Rebuy-Bestellungen gemacht, mit denen ich aber auch ehrlich gesagt nicht so gute Erfahrungen machte. Da waren die Bücher definitiv nicht so wie angegeben, meiner Meinung nach. Und deswegen ist es für mich meistens das neue Buch, zumal ich meine eigenen auch so pfleglich behandle, dass sie danach eigentlich fast noch aussehen wie neu. Und deswegen ist es immer ein bisschen komisch, wenn man dann ein von einem anderen zerstörtes Buch liest. Aber ja, das ist so eine persönliche Macke. Nummer 3. Historisch oder Fantasy? Das wäre bei mir auch definitiv Fantasy. Es ist jetzt nicht mein Hauptgenre, das ist eher die Science-Fiction, aber historisch lasse ich vielleicht so zufälligerweise mal 2, 3 Romane, aber ich habe dafür nicht mein eigenes Regal und es liegt auch schon eine ganze Weile ein historischer Roman auf meinem Stapel ungelesener Bücher. Das heißt, dazu greife ich jetzt nicht sehr häufig. Nächste Frage. Hardcover oder Taschenbuch? Das ist etwas, was ich schon mal in meinem 25-buchige Fakten über mich Video gesagt habe. Ich kann mich zwischen den beiden nicht so ganz entscheiden. Die haben beide Vor- und Nachteile, aber für mich ist das perfekte Format dieses kleine, gebundene, taschenbuchgroße Hardcover. Schlecht vorbereitet. Also sowas hier oder eben die Fischer Taschenbibliothek ist dafür ja prädestiniert. Das ist mein Lieblingsformat. Ich finde das super praktisch und ja, Punkt. Nächste Frage. Lustig oder traurig? Traurig, auf jeden Fall. Ich bin so ein furchtbarer Leser, der seine Protagonisten gerne leiden sieht oder zumindest der Meinung ist, dass es dann meistens schon die interessanteren Bücher sind. Ich meine, lustig, ja, okay, das kann einen unterhalten, aber so, dass es mir nahe geht, dass ich darüber nachdenke, das sind definitiv die traurigen Bücher und das habe ich von Literatur halt lieber. Nächste Frage. Sommer- oder Winterleser? Leser. Frühling und Herbst, da lese ich übrigens auch. Nummer 7. Klassiker oder Mainstream? Hier muss ich mich Prinzessinnen und Raben anschließen. Ich finde diese Gegenüberstellung sehr, sehr seltsam, denn Klassiker sind ja eigentlich irgendwie Mainstream, sonst wären sie ja eigentlich keine Klassiker geworden, denn viele Leute lesen sie ja eben immer noch. Insofern, ja, Klassiker, auch Mainstream, denn beides. Und wenn ich mich für eins von beiden entscheiden muss, ist es vermutlich der Mainstream. Also ich lese ja schon mehr Gegenwartsliteratur als Klassiker, aber komische Unterscheidung. Machen wir also weiter. Ratgeber oder Romane? Romane, auf jeden Fall. Ich habe mit Ratgebern eher schlechte Erfahrungen gemacht, bis hin zu okay, aber ich kann mich spontan an keinen Ratgeber erinnern, den ich jetzt so großartig fand, der auch mein Leben verändert hat. Es sind eher die fiktionalen Werke, die mich interessieren. Nummer 9. Krimi oder Psychothriller? Also ich las dieses Jahr einen Krimi und keinen Thriller, aber damals, als ich sag mal, beides noch mehr gelesen habe, waren das dann schon eher die Thriller. Ich war auch so ein ganz klassischer Kandidat von, man steigert sich dann. Also wenn man halt einmal von Mord gelesen hat, dann geht einem das nicht mehr so nahe. Dann muss halt doch irgendwie mal so ein Serienmörder erstmal kommen und dann wird das immer schlimmer. Und wie gesagt, inzwischen komme ich da jetzt gar nicht mehr so ran und das interessiert mich einfach nicht mehr so. Aber ich glaube, wenn ich jetzt nochmal mich in die Richtung ausbreiten würde, dann wäre es aktuell mal der Thriller, den ich mal wieder ausprobieren würde. Nummer 10, E-Book oder Print. Das ist auch ganz, ganz eindeutig Print. Ich lese in Abständen ein paar E-Books und das sind aber meistens dann auch so Leseexemplare, die wir von Verlagen bekommen in der Buchhandlung. Also eben als E-Book zugeschickt, denn ich kann mich nicht daran erinnern, mir schon jemals ein E-Book gekauft zu haben. Nein, das waren entweder so kostenlose alte Klassiker, bei denen das Urheberrecht schon abgelaufen ist, oder Leseexemplare. Also gekauft werden bei mir Printexemplare. 11. Sammeln oder ausmisten?
zum Großteil sammeln, aber ich werde besser mit dem Ausmisten. Also ich glaube, ich habe letztens zwei Stapel mit jeweils so 10, 12, 13 Büchern weggegeben. Das ist für mich schon sehr gut. Dafür brauche ich zwar ein paar Jahre. Das waren zum Beispiel eben ein paar alte Krimis und Thriller, die ich nicht mehr lese. Das heißt, ich kann das nicht sehr schnell machen, aber unter anderem war auch der Distelfink dabei, den ich ja erst dieses Jahr las und der mich enttäuscht hat. Ich weiß, das ist eine seltsame Meinung, die nicht viele Leute teilen, aber ich dachte mir, nein, das möchte ich nicht nochmal lesen. Das heißt, ich habe schon immer auf jeden Fall so eine gewisse Bibliothek. Ich habe hier so meine drei Regale und oder vier. Also es sind fünf Regale im Haus, aber die sind nicht nur mit meinen Büchern gefüllt. Und ich sammle auf jeden Fall, aber ich versuche, die auszumisten, die mir nicht wichtig sind. Dann die vorletzte Frage. Bestseller oder Ladenhüter? Das ist etwas schwierig, denn ich lese schon Bücher, die auf jeden Fall besprochen werden, aber so direkt die Spiegel-Bestsellerliste mit so ein paar Ausnahmen wie Harry Potter eben spricht mich oft auch nicht an. Also ich versuche dann auch wenn ich mal in andere Buchläden gehe, halt kleine unabhängig in irgendwelchen anderen Städten vielleicht auch mir etwas herauszusuchen, von dem ich zum Beispiel noch nie hörte. Gisela Elsner habe ich da letztes probiert. Das heißt, ich vielleicht eher so ein Zwischending. Also es sind jetzt vielleicht auch nicht die, von denen noch nie die ganze Welt gehört hat, aber ja, so die Bestsellerliste ist für mich dann auch meistens so einfach nur da als eher Ansporn, die zu lesen. Und die letzte Frage: Kochbuch oder Backbuch? Weder koche noch backe ich wirklich, aber wenn es drauf ankommt, würde ich wahrscheinlich eher kochen. Also, denn ich habe nicht mal, ich habe kein Backblech, ich habe keine Backform, ich könnte gar nichts backen, ich habe nur Töpfe. Aber also die paar Kochbücher, die hier rumliegen, die habe ich irgendwie mal geschenkt gekriegt, da ist vielleicht auch mal ein Backrezept mit drin. Da sind wir wieder bei der Frage von vorher. Hauptsächlich eher Romane, keine Kochbücher bei mir. Ja, und das waren auch schon alle Fragen. Ich werde mir wieder mal aussuchen, wen ich tagge und schauen, wer denn schon getaggt wurde und das hier hinschreiben, wen diejenigen mitmachen möchten. Ich möchte niemanden zwingen. Ansonsten danke ich euch heute fürs Zuschauen. Vielleicht habt ihr ja auch Probleme mit diesen Entweder-oder-Fragen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuschauen. Das habe ich, glaube ich, schon gesagt und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.